1, 2, 3, 4, win. Wir freuen uns unglaublich, dass er heute da ist. Ein Riesenapplaus für Sigmund Gottlieb. Grüß Gott, hallo. Be first, but first be sure. Also sei der Erste mit all deinen Nachrichten, mit all deinen Recherchen, sei vor den anderen dran. Aber bevor du auf den Markt gehst, sei dir deine Sache absolut sicher. Marie hat recherchiert und hat herausgefunden, dass der Herr Franz Xaver Gernstl Käsefan ist. Und wir haben hier so ein bisschen was für Sie zum Naschen. Toll. Sie gehen auf die Suche nach den besten Weibern, nach der besten Bratwurst und nach Menschen, die Geschichten zu erzählen haben. Das war irgendwie in Weißenburg und es ist so eine alte Apotheke gewesen. Und die hat mir dann irgendwas zum Riechen gegeben, jetzt weiß ich nicht mehr genau, wie es heißt. Oder Teufelspfeffer. Jedenfalls ein erotisch anregendes... Okay. Hat's gewirkt? Ja, nee. Ich habe gerade das Beispiel von The Home is the Home genannt. Das ist ja so ein Beispiel, wo du von jünger, ich will jetzt nicht sagen jung, aber von jünger bis älter... Können wir mal fragen, schaut ihr The Home is the Home? Mal Hand hoch. Ja. Ja, sehr. Soll sich mal melden. Nein, müsst ihr euch nicht schämen, das ist was ganz Tolles. Und ich habe mir vor 30 Jahren gesagt, ich will nicht einen Erfolg haben, weil ich Englisch singe, sondern ich möchte in meiner Sprache bleiben, weil die erstens einmal gut klingt, ist rockmäßig sehr gut vorzeigbar und also für mich viel schöner wie Grünemeier. Mittlerweile hat man natürlich auch schon eine Nase dafür, wer eine Geschichte zu erzählen hat. Und ein Teil ist aber recherchiert. Das heißt, da gibt es so eine hübsche Blondine, so eine wie Sie. Okay. Und die schicken mir vorher los, die hockt sie dann in Niederbayern an den Stammtisch. Und dann, weil die hübsch ist, eben kommen die ganzen Jungs schon daher und die ist auch gut im Schnapseln. Und Schnapseln. Ich möchte das bringen, was ich mir vorstelle. Was ist das? Yes. Es gibt eine Frage aus dem Chat. Und zwar wurde gefragt, ob Sie Interesse daran hätten, mal nach in den Osten zu ziehen. Weil es hätte jemand ein Grundstück im Osten. Ist das der Osten Deutschlands oder der Osten der Welt? Sie ist so nervös, hast du mir ja, vorher ich gesagt. Bin ganz nervös. Das ist furchtbar heute. Ja, wir bringen sie schon noch runter. Okay, keine Sorge, Schatzi. Ja. Wir haben es ja gerade vorhin im Beitrag von der Bettina gehört. Waren die Leute früher intelligenter? Nee, das nicht, aber die Herausforderungen und die Probleme sind sehr viel größer geworden. Und wenn ihr euch anschaut jetzt die Finanzkrise, die Schuldenkrise, da zerbrechen wir uns täglich den Kopf, wie können wir das den Leuten erklären? Etwas, was wir überhaupt nicht begreifen. Der Tonmann, der hat Bindungsängste, immer noch. Oh nein. Ja, ja, der ist sozial gestört. Der kommt aus Niederbayern. Mir gefällt dieses Format sehr, sehr gut. Das ist jetzt keine Schleimerei, habe ich auch gar nicht nötig. Nein, mir gefällt es sehr gut, weil man spürt, dass es ernste Inhalte bringt und sie trotzdem auf eine sehr leichte, unterhaltsame und jugendaffine, jugendfreundliche Art, was uns als Öffentlich-Rechtliche oft noch fehlt, sozusagen verpackt und rüberbringt. Und diese Mischung finde ich außerordentlich attraktiv. Also Glückwunsch. Ganz vielen Dank. Ja. Ganz vielen Dank. Super.